Hi Leute, willkommen zurück in der Panzergarage. Ja, ich bin euer Marcel und ich wünsche euch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Wir sind noch immer in dieser herrlichen Winterlandschaft mit dem Eiskarl und dem Soldatenschneemann. Den zwei Premium-Panzern im Hintergrund, womit dezent gesagt wird, kauf uns. Ja, und wir nehmen unseren leicht eingeschneiten Panzerkampfwagen 3 Ausführung A und starten mal in ein Gefecht. Ja, Weihnachten sollte jetzt, also heute ist der letzte Weihnachtsfeiertag. Und wenn ihr das hier seht, dann seid ihr wahrscheinlich zu Hause oder schaut auf dem Handy. Ja, ne, ich knusper mal schön gemütlich ein paar Brezeln. Weil ich habe noch ein paar Tage bis Weihnachten. Oh. Ich sollte mal gleich meine Heizung wieder auf. Oh, ist kalt. Doch hier so langsam. Aber es gibt zwar keinen Schnee, aber es ist doch so ein bisschen unangenehm kalt. Ja. Naja. Ja. Wir zählen als Scout. Obwohl die anderen beiden. Naja. Das Skoda. Bin mal auf den, bin ich mal gespannt. Was, der zählt als Ne? Ich dachte, der zählt als Light. Oh. Auf geht's, würde ich sagen. Jawohl. Fünfer Battle. Was haben wir hier? Fisch. Franzose. Vierer Heavy. Ja, die Franzosen, die haben Heavy Tanks, die sind irgendwie ganz seltsam. Erst über lahm und dann erst werden sie besser. Dann gucken wir mal, wie weit ich hier komme. Das war's für uns. Ernsthaft? Ein Schuss? Oh, ich habe mich doch noch wegbewegt. Aber ich hätte eh nichts machen können. Hier, guckt euch das mal an, was hier rumkommt. Unmöglich. Ja, ich knister hier rum. Ich schluch mich hier gerade ein bisschen zu. In der Zeit nehmen wir unseren Lead, genau. Und wieder 5 Waffen. Naja. Die Churchill, die könnten schwer werden. Oder sind schwer zu knacken. Der T14 auch, der M7 auch. Der da ist, das ist der Tschechenpanzer im Grunde genommen bei der Wehrmacht damals. Als Premium wurde der ja eingeführt. Time to roll out. Ja. Oh je. Hehehehehehe.
Ziele schön hier auf den KV-1S. Schön hinten auf sein Munitionslager. Ah, ich bin gemein. Ich muss mal aufhören, hier die ganzen Bäume umzumieten. Oh, zweimal geschossen, zweimal daneben. Er hat mich gerade beschossen, aber er ist nirgendwo durchgekommen, ja. Obwohl der M7 ist ein Medium, da könnte man durchkommen. Ah, ich habe schon keinen Funkkontakt mehr. Wie oft hat er auf mich geschossen von da oben? Ja, und der Churchill gibt mir dann den Rest hier. Oh, zum Kotzen. Zweimal geschossen, zweimal daneben. Gefecht verlassen. Unmöglich, ey. Dann nehmen wir mal hier unseren Jagdpanzer. Yep. Wollen ja auch da vorankommen. Ja, laden schneller. Man merkt halt, dieses massive Problem der niedrigen Tierstufe. Die Leute wollen alle ganz schnell nach oben. Und setzen dafür ihre Free XP ein. Kommen ganz schnell an 5er ran und dann wird's schwer. Ich bin wenigstens so schlau und leg mir eine Menge Free XP an Seite und setz die nur ein, so ganz kleine bisschen immer nur. Ja, wenn man überlegt, wie schlimm das später wird. Und da will man manche Panzer nicht Stock fahren. Auf gar keinen Fall. Ach ja. Let's go. Ja, ja. Was macht der 1C? Was macht die Artillerie? Oh, ist der bescheuert? Ist der besoffen oder so? Der kann doch nicht so weit vorfahren. Der ist doch Kanonenfutter. Der ist doch ein Schutz für die meisten. Ich meine, gut, bin ich auch, aber... Ist jetzt schlecht. Enemy armor is hit.
vehicles. Ich hab den zwar noch zerstört, aber was hat mich zerlegt? Ach, der hat. Wir haben uns gegenseitig zerstört. Ach ja, nicht so schön. Gar nicht schön. Oh, da. Skoda. T24. Was macht der? Absoluten Bullkack-Shit. So. Ist der irgendwie dumm oder so? Ah, das ist jetzt blöd. Jetzt ist unsere Artillerie ungedeckt. Ist schon, also manchmal ist es schon interessant zuzugucken. Das hier zum Beispiel. Das wird jetzt durch Eroberung gewonnen. Würde ich jetzt mal sagen. Was zur Hölle? Ja. Der ist AFK. Deshalb, der wird sich nicht mehr bewegen. Die sind ebenfalls zu zweit gleich in dem Cap. Die Eroberung war absolut richtig. Also das können die nicht mehr schaffen. Ein Rücksetzen war nicht mehr möglich. Der war auch, der kommt aus der Niederlage. Na komm schon. Wie auch an zu erwarten. Das war jetzt nicht so der Bringer. Ach ja. Ach, der Lee ist noch im Gefecht. Hier, Auge um Auge. Zerstören Sie den Gegner, indem Sie im gleichen Moment zerstören. Ha. Unentschieden.
noch nicht oft vor. Ah, dann gucken wir mal hier. Was habe ich denn bei dem gemacht? Ketten nur beschädigt. Und bei dem auch. Aber immerhin haben wir ordentlich Erfahrung bekommen auf dem. Es reicht noch nicht. Kann man hier noch eigentlich irgendwas? Nee. Wir bräuchten die Ketten, den Motor und die Kanone. Ich würde sagen, aber das war's erstmal wieder für diese Folge aus der Panzergarage. Ihr lasst einen Kommentar oder eine Bewertung da. Über ein Abo würde ich mich selbstverständlich auch freuen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe von der Panzergarage hier. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich bin euer Marcel und bis denn.